Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum aktuellen Wetterbericht aus Freudenberg an der Ruhr. In dieser Woche präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte in Freudenberg. Wenn die Zugvögel sich vereinen, wird der Winter bald erscheinen. Gestern Nachmittag flogen hier über dem Haus jede Menge Vögel Richtung Süden. Und das Wetter heute in Freudenberg am Sonntag, 6. November. Es ist wieder sommerlich, sonnig, wie man sieht. Kaum Wind übrigens, heute ganz windstill. Und die Temperaturen, die werden ansteigen im Laufe des Tages auf 18 Grad. Momentan am Vormittag sind es noch 12 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 75%. Bauernregel des Tages. Die sagt uns, wenn auf Leonardi Regen fällt, ist's mit dem Weizen schlecht bestellt. Ja, dann haben wir ja nichts zu befürchten und werden viel Weizen bekommen im nächsten Sommer. Das war der aktuelle Wetterbericht aus Freudenberg, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte aus Freudenberg. Auch morgen gibt es wieder ein Wetter und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wäret und sage bis dahin, macht's gut, in alter Frische.